Mir zu Gast ist heute Marion Haupt. Hallo Marion, ich freue mich tierisch, dass du da bist. Hallo Claudia, ich freue mich auch. Ich habe, ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Kontakt gehabt, aber ich habe jetzt natürlich noch mal im Vorfeld genauer deine Webseite studiert und habe so gedacht, ja, ich glaube, ich muss bei ihr auch einen Workshop belegen. ja, du bist Kommunikationstrainerin und als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, wie wichtig die Kraft der Sprache ist. Und das ist ja auch sichtbar in deinem Buchtitel. Ich muss dir was sagen, Worte, die dein Leben verändern. Und ich fand das so interessant, weil mich dieses Thema auch selber natürlich sehr beschäftigt und weil ich eben auch meine, dass das so ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also ja, ich bin gespannt, was heute so passiert hier in dem Gespräch. Schön. Ich würde gleich richtig einsteigen mit einer ganz konkreten Frage, wenn es für dich okay ist. Also bei mir zum Beispiel ist es oft so, also ich habe Wissen. Ich weiß, dass ich auch souverän sein kann. Es ist auch ein wichtiges Thema für mich, dass ich souverän im Training bin, wie ich das mache, mit welchen Kommunikationsmöglichkeiten und Kanälen ich arbeiten kann. Aber manchmal passiert es mir eben, und das merke ich immer bei anderen Leuten funktioniert das besser, dass mir die Sprache nicht so richtig über die Lippen will, wie sie eigentlich soll. Also es fehlt mir manchmal das Prägnante. Und da, ja, wüsste ich gerne, hast du Tipps? Ich werde gleich ganz konkret, aber ich glaube, es geht ja vielen Menschen so, ja. Einen konkreten Tipp habe ich tatsächlich nicht. Mir geht es auch manchmal ganz genauso, dass ich auf der Suche bin nach dem richtigen Wort. Ich glaube, manchmal hilft es, sich diese Zeit einfach zu geben, Ja. die es braucht, bis genau das Wort da ist oder es bis dahin dann nochmal zu umschreiben, was du genau meinst, weil das ist ja oft das, was zu Missverständnissen führt, dass wir bei irgendeinem Überbegriff stehen bleiben. Oder sagen, naja, das ist schon so grob das, was ich meine. Nur das, was wir tatsächlich im Detail meinen, das bleibt dann in der Tiefe verborgen und dann entsteht so viel Interpretationsspielraum beim Gegenüber. Oder bei, wenn es mehrere Teilnehmer sind in einem Workshop, ne, dann hast du da vielleicht 25, 50 verschiedene Interpretationen von einem Begriff, von dem ihr denkt, ihr meint alle dasselbe und jeder hat sein ganz eigenes Bild dazu. Ja. Ich glaube, da hilft oft, sich tatsächlich die Zeit geben und warten, bis der konkrete, treffende, prägnante Begriff auch da ist. Ja, ich muss, glaube ich, mal stoppen, weil dein Ton und dein Bild ist versetzt. Oh. Hm. Wieder. Mach ich mal einen Klack. Ja, das verstehe ich, was du meinst. Und ich glaube auch, dass dieses prägnante Wort oft das ist, was, ja, was wirklich wichtig ist, das zu suchen. Aber ich merke eben, dass es mir Souveränität oftmals nimmt, weil es mir eben in der Situation gerade nicht so einfällt. Also ich merke oft, dass viele Menschen, die eigentlich gar nicht so eloquent sind, immer sehr eloquent sprechen, ja. Also und da habe ich persönlich dann immer so mein Selbstbewusstseinstief, ja, weil ich weiß eher, ich habe viel Wissen, aber manchmal fehlen mir genau die Worte, um es so in dieser Knappheit, auch viel mit Nominalisierungen wird da ja gearbeitet, was ich eher versuche zu vermeiden, aber was eben immer sehr stark nach sehr, sehr viel klingt und sehr viel Gewicht hat. Und da würde ich gerne so diese Abstufung von dir wissen, was ist wirklich eigentlich notwendig? Vielleicht kannst du mich da auch ein bisschen im Selbstbewusstsein aufbauen oder uns alle, die das Problem haben. Also ich glaube, das eine ist ja, was nach viel klingt, ist ja oft mal auch tatsächlich nur so eine Wolke, ne? Ja. Thema Nachhaltigkeit, toller Begriff. Was verstehst du genau darunter? Die Bandbreite ist riesig. Ja. Oder wir haben Maßnahmen getroffen. Kann sich keiner was darunter vorstellen. Also manchmal ist es, glaube ich, dienlicher, wenn du ganz konkret ein Beispiel benennst. Damit können die Leute viel mehr anfangen und sie können es auch viel besser aufnehmen als eine Maßnahme. Ja, zu einer Maßnahme habe ich kein Bild im Kopf. Da entsteht kein Bild in meinem Kopf. Und wie soll ich mir das dann merken? Also dann ist das so ein, tatsächlich so eine Wolke, die dann auch schnell wieder vorbei ist. Das klingt vielleicht im ersten Moment toll. Und wenn ich dann mal genauer
hinhöre, hinspüre, dann merke ich, ich habe nicht verstanden, was er meint. Ne? Ja, Redet von okay, irgendwelchen Maßnahmen, aber ich weiß gar nicht, was er damit genau meint oder was sie damit genau meint. ja. Also meinst du, man sollte sich da eher entspannen an der Stelle? Glaube, du kannst dich entspannen oder die andere Alternative ist, wieder bewusst den Wortschatz zu erweitern. Entweder mal tatsächlich im Duden nachzuschauen, was es denn für schöne Adjektive gibt, oder eben, wenn dir so ein Wort fehlt, mal nach Synonymen schauen, was gibt es denn da so alles an Synonymen. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich beim Schreiben bin und merke, oh, jetzt habe ich dasselbe Wort schon zum dritten oder vierten Mal benutzt und welche Alternativen gibt es denn? Und weil ich gerade die selber nicht im Kopf habe, hole ich mir dann Hilfe. Das ist ja mittlerweile online alles ganz wunderbar möglich. Und plötzlich finde ich ganz viele Alternativen und denke mir, ach ja, Mensch, das geht auch gut und das passt auch gut. Und dann erweitert sich dieser aktive Wortschatz wieder mehr. Der wird ja auch mit der Zeit, der beschränkt sich auf die Wörter, die wir ständig nutzen. Ja, das stimmt natürlich. Klar, das mache ich im Schriftlichen, aber im Mündlichen rutscht es halt manchmal durch. Aber ja, du hast recht. Und von daher, ja, ist ja auch nur ein Aspekt von vielen, die dieses Thema ja, angeht. Und ich glaube, dass, also so wie ich es verstehe, eine Kernbotschaft von dir ist ja auch so, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, aber einfach so diese wertschätzende Kommunikation oder sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie es vielleicht auch im Gespräch miteinander ist. Ne? Und das ist vielleicht ja auch nochmal ein anderer Tenor, als wenn man so einen Vortrag hält. Ja und nein. Also ja, ich kann auch auf der sprachlichen Ebene schon ganz viel an Wertschätzung schenken, alleine über meine Art zu sprechen. Also auch das ist schon ein probates Mittel, was ich da anwenden kann, um Genau, Wertschätzung absolut, zu ja. schenken. Finde ich auch, ja, absolut. Ja. Ja, man kennt so diesen Klassiker auch an der Stelle, ja. Das habe ich so nie gesagt. Das ist so ein Klassiker, den man immer wieder hört, so, wo ich mir denke, ja, hat er doch aber gesagt, wie jetzt? Verstehe ich nicht. Also, das ist ja, glaube ich, so auch etwas, was viele Leute irritiert, was sie sagen, was sie hören und dass es irgendwie ja ganz unterschiedliche Formen gibt. Wie kann man bei dir lernen oder was sind so die Ideen, die du hast, wo man die Kommunikation zu lernen, ja, auch besser Intus hat, sage ich jetzt mal, ja, also das auch einfach verinnerlicht hat. Also, dass beim anderen was anderes ankommt, das geht auch mir manchmal noch so, dass mich nach dem Vortrag irgendwelche Leute ansprechen und dann sagen, ja, und was du da gesagt hast, und ich dachte mir, nein, das habe ich mit Sicherheit nicht gesagt oder nicht so. Ja. Also da bleibt immer noch der Interpretationsspielraum im Kopf ist des Gegenüber. Ja. Vier Ohren, viel. Ja, genau, viele Möglichkeiten, Ja. was dann da rauskommt. Womit ich schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass das ankommt, was ich haben will, ist, wenn ich bewusst kurze Sätze mache, kurze, einfache Sätze und dann auch zwischendrin eine Pause, damit das ankommen kann. Ja. Rede ich sehr schnell und mache wenig Punkte, also habe lange Sätze, so wie in einem Buch über mehrere Zeilen sozusagen, dann hänge ich meine Gesprächspartner ab. Und dann passiert das, dann irgendwann sind sie weg, kommen mir nicht nach, dann verpassen sie einen Teil, irgendwann steigen sie wieder ein und dann bauen sie sich das, was ihnen fehlt, aus ihrer eigenen Welt zusammen und dann kommt sowas raus, ne, wo du dann sagst, naja, also nee, habe ich so nie gesagt. Ja, das stimmt. Also das fördert es. Ja, aber das sagt man ja eh immer, dass das wichtig ist, so die, ja, also die Sätze so prägnant wie möglich zu halten, so kurz wie möglich, so wenig wie möglich Blasen da reinzubringen, so viel wie möglich Beispiele hast du auch genannt. Genau. In deinem Buch heißt es ja aber Worte, die dein Leben verändern. Was sind denn das dann für Worte? Weil da sind es ja jetzt nicht Sätze, sondern da sind wir ja dann doch bei Worten. Ist das irgendwas Spezielles, was man im Hinterkopf haben könnte? Ja,
Und je tiefer ich in das Thema immer noch weiter mich reinbegebe, umso mehr Wörter entdecke ich. Anfangs waren es hauptsächlich ein, zwei Wörter, die mein Leben massiv verändert haben und die, glaube ich, auch das Leben vieler anderer massiv verändern und die sich so heimlich leise in die Sprache einschleichen, die dann zu meinem gewohnten Sprachmuster werden. Das heißt, ich benutze sie fleißig und häufig, ohne dass es mir bewusst ist, sondern so im sprachlichen Autopilot, indem ich so teilweise mit anderen spreche, teilweise auch dieser interne Dialog, in dem ich mir vorsage, was heute alles noch so auf meiner Liste steht oder was ich jetzt dann noch tun werde. Also ich mache das, diesen inneren Dialog. Und Klar, ich auch. damit, damit schaffe ich mir eine bestimmte Realität, weil diese Wörter, die ich da benutze und vor allem, wenn ich sie viel und häufig benutze, haben eine Wirkung. Bei Ja. mir war es so dieser Klassiker, ich musste alles. Ja. Das war von früh morgens, da musste ich aufstehen, bis abends, da musste ich früh schlafen gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder aufstehen konnte, weil ich musste ja. Und das Wort hat sich durch meinen kompletten Tag gezogen und ich habe mich gefühlt ständig unter Druck, gehetzt und auch all diesen Umständen ausgeliefert. Und allein das Wort muss wegzulassen, hat etwas bewirkt, sozusagen. Das höre ich Definitiv. daraus. Ja, Ja, ich angefangen okay. habe, das sehr bewusst und sparsam nur noch einzusetzen, hat sich mein Leben anders angefühlt und die Umstände waren immer noch dieselben. Also ich bin zur selben Zeit aufgestanden, hatte noch dieselbe Liste an Aufgaben, all das war gleich geblieben und trotzdem habe ich mich anders gefühlt, weil plötzlich war ganz viel Druck weg und ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich eine Wahl. Ich bin jetzt diejenige, die hier gestaltet und ich bin nicht all dem ausgeliefert. Ja, total spannend, ja. Also ich habe ja so ein Programm, Bewegung für die grauen Zellen, wo es so um Alzheimer-Prophylaxe geht. Und was ich da immer sage, ist, wir probieren. Es muss nicht klappen. Wir probieren. Das ist irgendwie immer mein Standardsatz. Und das nimmt den Leuten extrem viel Druck in diesem Kurs, weil wir ja in so einer, ja, fehlerintoleranten Gesellschaft leben und das immer so, ja, das muss ich perfekt können, ja. Aber dieser Satz hat ihnen auch immer so das genommen, ja, dieses, ja, wir probieren, ja, sie sagen selber jetzt schon immer, wenn es nicht klappt, ja, na, wir haben ja nur probiert. Also das könnte dann auch auf deine Liste noch. Es sei denn, ist schon drauf. Ja, das verstehe ich. Also der Konjunktiv kann einen schon manchmal ein bisschen umwerfen, ja, an dieser Stelle. Ich glaube, das ist so kindheitsbedingt, dass wir da so drin hängen, ja. Oder man hat halt viel diese Glaubenssätze. Stimmt. Ja, also bei mir kommt das 1a von vor allem meinem Vater. Ja. Den höre ich heute immer noch, wenn er mir irgendwas sagt, ah, du musst noch das und das und du musst noch das und das. Dann denke ich mir, ja, ich weiß genau, wo ich es her hatte. Es ist das Sprachmuster, ja, was ich einfach übernommen habe als Kind. Ja, und was hast du dem gegenübergesetzt? Also einfach ohne Konjunktiv, einfach nur der Ist-Satz, also das oder kam dann ein anderes Wort dazu? Das war natürlich auch meine erste Reaktion, als mir eine Trainerin das auch so geschenkt hat, diese Idee. Geschenkt, schön. Und ich dachte, ja, aber wie soll ich denn dann sprechen? Was soll ich denn dann sagen? Weil für mich war das so erstmal komplett, ja, hat es mir fast den Boden weggezogen, weil ich gar keine Idee hatte, wie ich das anders formulieren könnte. Und bei Lingua Aeterna, also nach dem Konzept, mit dem ich auch arbeite und das, aus dem ich ganz viel rausgenommen und profitiert habe, da heißt es, dass Sprache sinnkonform und stimmig sein soll. Und dieses Müssen passt nicht immer, weil es vom Sinn her nicht immer passt, ne? Also Müssen ist fremdbestimmt und Müssen ist unangenehm. Wenn ich jetzt einkaufen muss, ja, ist mir das nicht immer unangenehm, ne? Und meistens ist es meine eigene Entscheidung. Wenn ich das jetzt ersetze durch ein anderes dieser Modalverben, da höre ich, in der Coaching-Szene gibt es viele Varianten. Gerne genommen ist entweder das Möchten oder das Wollen oder das Dürfen. Diese drei kommen meistens so vor. Da heißt es oft, ja, dann mach doch, sag doch nicht mehr müssen, dann sag doch jetzt immer möchten oder immer wollen oder immer dürfen.
Passt aber auch Das nicht passt ja immer. genauso wenig. Ja, ist auch komisch, ja. Klingt ein Genau. bisschen aufgesetzt. Wenn ich dann sage, ich möchte morgen früh um 6 Uhr aufstehen, Nee. und will es schon gleich gar nicht. Oder wenn ich mir dann sage, ich darf heute die Wohnung putzen, wow, freue ich mich ja. Das ist wie wenn ich meinem Kind sage, du darfst heute dein Zimmer aufräumen. Das freut mich total. Ja, super. Also wenn es tatsächlich um das geht, wie Sprache stimmig ist, dann am meisten oder in den meisten Fällen bleibt das Müssen einfach raus. Ja, also es ist eher eine Bewusstmachung, sich zu Ja. sagen, okay, ich will das jetzt, ja, ich will mal reinspüren, wie sich das jetzt anfühlt und will vielleicht auch mal diesen Satz sagen, ich muss um 6 aufstehen, was macht das mit mir, oder? Dass ich das einfach Genau. auch erstmal spüre vielleicht, wie fühlt sich das dann an, dieser Satz, ja. Ja, klar. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich meinen Kindern sage, ja, also hör mal auf, Nein zu sagen, immer den ganzen Tag. Aber auf der anderen Seite in der Pubertät muss man auch mal Nein sagen, ja. Also es gehört ja Ja, auch dazu. gehört dazu. Also genau, ja, das ist so dieses. Ja, stimmig ist ein gutes Wort. Was sind das dann noch für Wörter, die du dann in deiner Transformation sozusagen dabei weggelassen hast oder ja, oder bewusster ja, weggelassen hast, sage ich mal. Ja, reduziert. Reduziert hast. Genau. Bei mir war noch ganz gut dabei, das schnell. Also vor allem dann auch die Kombination. Ich muss noch schnell. Ja, okay. Doppeldruck und Hektik. Und dann mich wundern, dass ich immer so gestresst bin, weil ich musste ja alles schnell. Auch das passt nicht immer. Manchmal gibt es Dinge, die tue ich schnell, dann passt es. Wenn ich schnell Nudeln koche, dann brauchen die genauso lang, wie wenn ich sie einfach nur koche. Also werden nicht schneller fertig, nur weil ich sie schnell koche. Und ist ja dann, wie ich es auch gemacht habe, ich mache schnell Pause. Also Also nicht wirklich. das widerspricht sich ja sogar. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, also bei mir arbeitet es jetzt schon. Die Frage ist dann ja gleich, wie hast du festgestellt, welche Wörter müsstest du anpacken? Also welche Wörter sind es, die dich stressen oder die irgendwo für dich irgendwo ja im Endeffekt dann negativ sind? Ich habe ganz viel durch Seminare gelernt, in denen dann immer wieder besondere Wörter in den Blick gekommen sind oder auch nicht nur Wörter, sondern auch zum Teil grammatikalische Aspekte oder auch die Art, wie ich spreche. Das hatten wir vorhin schon. Ich war auch so jemand, ich habe so lange Schwurbelsätze gemacht und bin dann, habe auch keine Punkte gemacht. Ja. Und dann ist es schwierig für andere mir zu folgen. Und ja, es kommt auch dadurch, dass ich so schnell denke und das dann alles so schnell raus. Es geht mir auch so. Also die Wörter dann so schnell rauspurzen lasse und Ja. gar nicht bis zum Ende gedacht habe. Ja. Genau das zeigt sich dann in der Sprache auch. Ja. Okay. Ja, aber auf der anderen Seite will man ja auch sein Temperament auch nicht verlieren. Also ich verstehe absolut, was du meinst, aber das ist auch manchmal so, ich habe ja auch gelernt, okay, bitte mach die Pause und so weiter. Das gelingt mir auch schon relativ gut, aber dann gleichzeitig ist es auch ein bisschen eine Temperamentssache, ne? Also so ein Wechsel des Rhythmuses finde ich eigentlich an der Stelle auch ganz spannend, ja, so. Manchmal ist so ein Schwurbelsatz vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Ich denke an der passenden Stelle. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, um das Ganze aufzulockern oder ein Beispiel zu bringen, dann kann ich ja auch mal schneller sein. Eine Geschichte, der kann ich ja meistens auch besser folgen. Ja. Auch wenn das längere Sätze sind. Wenn es jetzt dann um einen komplexen Inhalt geht oder wirklich um wichtige Steps, die meine Teilnehmer einhalten sollen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das wirklich bewusster in kürzeren Sätzen, mit mehr Pausen, kompakter zu formulieren, damit sie das wieder gut aufnehmen können. Also da ist ja der Wechsel auch durchaus sinnvoll, da kann ich ihn gut einsetzen. Absolut, ja. Also das wären jetzt sozusagen auch die Tipps, die du jetzt Seminarleiterinnen geben könntest. Hättest du noch so einen, wie man vielleicht da in dem Moment auch besser darauf achten kann, dass man sein Publikum nicht verliert? Also was mir gut geholfen hat und was ich als ganz wesentlich auch empfinde, sind die hörbaren Punkte am Ende. Dann, wenn ich eine Aussage mache. Damit mein Gegenüber auch weiß, der Satz ist jetzt zu Ende. Ja.
und dann Absolut. seinen Und, Biss machen kann und dann geht's weiter mit dem nächsten. Ich habe erst neulich wieder an einen Lehrer gedacht im Gymnasium, der Geschichte hatte, Geschichtsunterricht, und ich war wirklich, ich dachte, ich lasse mich mal drauf ein und ich versuche mal, das Fach lieb zu gewinnen. Und er hatte so eine monotone Stimme und hat den ganzen Unterricht im selben Singsang, und du wusstest nie, wann ist ein Satz zu Ende, wann fängt der nächste an. Und es war so eine monotone. Nach einer Viertelstunde war ich weg. Und wahrscheinlich war eine Viertelstunde schon lang. Vielleicht hat es gar nicht so lange gebraucht. ja. Ich konnte nicht zuhören. Es war wirklich, das hat es mir erschwert. Ja, nein, natürlich, das ist klar. Ja, auf alle Fälle. Also ich habe da so ein schönes Spiel, wo man Satzzeichen hörbar macht, ne? Man quasi dann sagt, okay, wenn da ein Punkt ist, dann klatschen wir mal, und wenn da ein Komma ist, dann schnipsen wir, und wenn eine Frage ist, dann stampfen wir mit den Füßen oder so. Also einfach, um das auch ein bisschen deutlicher zu machen. Auf alle Fälle merke ich das jetzt auch im Interview mit dir, dass ich den Punkt deutlich spüre, weil manchmal ist es so, dass ich dann zu früh reinspreche, obwohl ich den anderen gar nicht unterbrechen möchte. Aber ich dachte, da ist vielleicht der Punkt, ja. Aber da war nicht so ein richtiger Punkt. Also es ist dann auch so, bei dir ist es wirklich auch sehr klar, da ist der Punkt und ich kann wieder einsetzen. Ja, ich glaube, das ist wichtig, ja. Ja, schön. Tolle, tolle Tipps für den Moment. Wer mehr von dir wissen will, muss sich unbedingt das Buch kaufen. Das habe ich auch immer noch auf der Liste. Das werde ich jetzt gleich diese Woche machen, auf alle Fälle. Und ansonsten verlinke ich dich mit deiner Webseite, und da gibt es ganz spannende Sachen, auch im Blog. Und ja, da kann man dich dann buchen. Vielen Dank, Marion. Ich danke dir, Claudia.